Das kann ja schön ein paar Lärchen. So. So, Freunde, schönen guten Morgen. Es geht gleich los. Ihr kennt das schon. Ich muss noch ein paar Einladungen verschicken. Ich habe gesehen, die Manuela ist schon da. So. Nochmal schnell hier ein paar Einladungen versenden. Das dauert jetzt erstmal einen kleinen Augenblick, aber es ist noch nicht 10 Uhr. Wir starten um 10 Uhr durch, Leute. So, guten Morgen, guten Morgen. So, gucken wir mal. Alter Falter. Habe ich gerade gedacht, da läuft einer hinter mir. Da ist aber keiner. Habe ich mich wohl verhört. Okay. Wo bin ich denn jetzt stehen geblieben hier? So. Okay. So. Bobby. Nadine. Zack. Guten Morgen, ihr Lieben. Es geht gleich los. Ich bin noch mit den Einladungen beschäftigt. Augenblick. So, starten wir mal hier den. Lukas habe ich schon eingeladen. Ach ja, hier. Da haben wir einen. Den muss ich auch noch einladen. Das darf ich nicht vergessen. So, guten Morgen, ihr Lieben. So, jetzt haben wir sie gleich alle. Jo, jetzt haben wir sie. Zack. Ratzfatz. So, Freunde, schönen guten Morgen. Wenn euch dieses Live gefällt, dann jetzt bitte teilen, teilen, teilen und nicht vergessen, liken, Leute, liken, liken, liken und teilen. Wir starten durch. Guten Morgen, Chris, ich grüße dich. Ich wollte euch eigentlich heute ein verlassenes Bürogebäude zeigen, aber ich muss euch leider sagen, Leute, die haben doch tatsächlich die Tür zugemauert. Da kam man leider nicht rein. Also habe ich mich 6 Kilometer weiter begeben und bin jetzt hier angekommen in dieser Lost Place. Kulisse hier, hier war ich tatsächlich schon mal. Ne, man muss ja tatsächlich, wenn man eine neue Location hat, immer bedenken, es kann sein, dass man reinkommt, es kann sein, dass man nicht reinkommt. Jetzt sind wir nicht reingekommen, das ist auch nicht schlimm. Ihr kennt das ja schon, wenn die Tür zu ist oder wie jetzt zugemauert ist, ja, dann war es das eben, Leute. Dann begibt man sich in die nächste Location und das ist leider die einzige hier in der Nähe. Also habe ich mir gedacht, komm, zack, gucken wir uns die hier an. Ja, Leute. Wir starten jetzt auch durch. Nicht vergessen, teilen, teilen, teilen und liken, ganz wichtig. So. Was ist jetzt hier wieder passiert? Aha, guten Morgen. Das habe ich schon gesehen. So, Leute, wie gesagt, wenn euch dieses Live gefällt, dann bitte teilen, teilen, teilen und liken, ganz wichtig. Teilen, teilen und liken. Immer auf dem Bildschirm tippen, tippen, tippen. So. Ich kämpfe mich jetzt hier mal so ein bisschen nach vorne. Das ist hier gar nicht so leicht, Leute. Hier gibt es sehr viel Vandalismus. Das könnt ihr ja schon sehen. Das ist schon echt der Hammer. Guckt euch das mal an hier, Leute. Hier gibt es aber echt ein paar richtig geile Graffitis. Das kann ich euch garantieren. Ja, hier hat es auch schon zweimal gebrannt, Leute. Guten Morgen, lieber Michael von der Lost Place Hunter Crew. Dem lieben Michael könnt ihr gerne mal folgen. Das ist mein Moderator und mein Kumpel, mit dem bin ich bald wieder auf Tour, Leute. Ja, hier hat es schon zweimal gebrannt oder sogar dreimal. War hier ein Feuerteufel unterwegs. Leider, 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 Leute. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Die haben hier echt ganze Arbeit geleistet, alles kaputt gemacht. Für mich nicht nachvollziehbar. Guten Morgen, Lost Place Jäger. Ja, Freunde, wenn euch dieses Live gefällt, dann bitte nicht vergessen, teilen, teilen, teilen und liken. Guckt euch das mal an hier. Und jetzt kommt das Beste, Leute. Die Schwimmhalle, die finde ich besonders geil. Nur immer wenn ich hier hinkomme, Leute, eigentlich hatte ich euch ja heute ein Bürogebäude versprochen. Das ist aber leider nicht mehr zugänglich, zumindest derzeit. Aber schaut euch das mal an hier. Da kommst du hier hin, willst eine Runde schwimmen gehen und da ist der Bademeister geflüchtet. Guten Morgen aus Friesland. Ja, guten Morgen zurück. Leute, das hier ist jetzt die Schwimmhalle dieser riesigen Location. Ihr kennt das ja schon. Ja, ich wollte heute mal wieder lernen, Michael, aber eigentlich hatte ich ein Bürogebäude geplant. Das ist aber leider zu. Du kennst das ja. Wir waren ja da schon mal.
wo wir so schön verwirrt waren, das ist leider zu. Also musste ich mir schnell ein Ausweichquartier suchen und habe mich dann einfach mal hierfür entschieden. Orte werden nicht bekannt gegeben, genau so ist es. Ja, Leute, ihr seht, hier sind richtig geile Graffitis. Also das ist der absolute Hammer. Hier stehen überall die Dosen von den Sprayern rum. Warum die eigentlich ihren Müll nicht mitnehmen, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ja, Leute, das ist schon echt eine Wahnsinnslocation. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Das ist jetzt mit meiner neuen Kamera hier. Eigentlich muss ich die noch ein bisschen einstellen, weil mir das immer noch nicht so richtig gefällt. Aber ich meine, so Full HD ist auf jeden Fall schon mal echt ein richtig geiles Bild hier. Ne? Ja, Leute, ich denke mal hier das Wasser, das war nicht tief. Ne? Also das... Da könnte ich problemlos drin rumspazieren. Da bräuchte man gar nicht durchzuschwimmen. Ne? Guten Morgen aus der Schweiz. Ja, schönen guten Morgen zurück in die Schweiz. Ja, Leute, ich bin hier in einer verlassenen Riesenschule in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Das wisst ihr ja, um dieses Gebäude vor weiterem Vandalismus und Feuerteufeln zu schützen. Manchmal hängt, ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich guck mal eben. Also... Der Empfang ist hier sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Hier waren damals die Duschen. Ja, Leute, wenn es manchmal so ein bisschen hängt, dann ist das leider so. Woran es liegt, weiß ich nicht. Die Mobilfunkantenne ist nicht weit weg von hier. Normalerweise sollte der Empfang sehr gut sein. Der Speedtest, der war auch gut. Also, keine Ahnung. Wenn es mal ein bisschen hängt, Leute, habt Verständnis. Alles wird gut. Da ist die Turnhalle, die zeige ich euch gleich. Da müssen wir eh wieder durch. Die hat leider schon zweimal gebrannt. Ne, sogar dreimal. Oh. Hier war damals so ein Nebeneingang. Einfach dranbleiben, genau so ist es, Leute. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen, teilen, teilen. Teilen und liken, ganz, ganz wichtig, Leute. Das ist das Allerwichtigste. Liken, liken und teilen, Leute. Es lohnt sich. Hast du deine Maske auf? Nee. Nur in den Räumen, wo Schimmel ist. Und ich weiß gar nicht, war hier Schimmel? Michael, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich werde es ja riechen. Ja, Michael, und jetzt wirst du mal sehen, was ich meine. Guck dir das mal an hier. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir beide hier waren? Da war die gesamte Wand hier noch da. Die haben hier die ganze Wand rausgeschlagen. Guckt dir das an. Leute, ihr müsst euch mal von mir ein Video angucken, das ich hochgeladen habe. Da war die gesamte Wand hier noch da. Da waren hier richtig schöne Graffitis, unter anderem auch von Mr. T, der sich hier verewigt hat. Die haben hier die ganze Wand der Aula komplett kaputt gemacht. Diese Gestörten. Und das ist noch nicht alles. Guckt euch das mal an hier. Michael, guck mal. Kannst du dich noch an dieses wunderschöne Graffiti hier erinnern? Hier haben sie auch die ganze Wand eingekloppt. Das ist nicht mehr zu erkennen. Guck dir das mal an hier. Nichts mehr zu erkennen. Die haben alles kaputt gemacht hier. Ich frage mich wirklich, was in den Köpfen solcher Punkt, Punkt, Punkt nur vorgeht. Ne? Also es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Das war so ein wunderschönes Bild hier, Leute. Das gibt es, könnt ihr euch angucken, als es noch heile war. Es wird echt immer schlimmer hier. Und dann, Michael, kannst du dich noch erinnern hier? An dieses schöne Bild ist auch weg, weil sie die Wand kaputt gekloppt haben. Das ist echt, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man immer alles kaputt machen muss. Das erschließt sich mir einfach nicht. Ne? Wie viel Stroh muss man im Kopf haben, um sowas anzurichten? Ich kann es einfach nicht verstehen. Das hier sind selbstgebastelte Sachen, die die Kinder hier damals in der Schule gemacht haben. Ich bin erstaunt, dass die noch hängen, Leute. Weil die sind so respektlos hier, diese Krawallbrüder. Das echt erstaunlich ist, dass das noch da ist. Guckt euch das an. Das haben die Kinder damals irgendwie aus Klopapierrollen und alles so zusammengebastelt. Wunderschön. Seit knapp 10 Jahren hier alles verlassen, Leute.
Das ist echt, das ist wirklich eine wunderschöne Schule, Leute. Ne? Mit alten Fenstern, die leider nicht mehr erkennbar sind. Hier war damals die Aula, also zumindest dahinter. Ja, ich sehe das schon. Irgendwie ist heute so ein bisschen mit dem Empfang nicht gut, ne? Keine Ahnung. Aber es läuft halbwegs. Wir machen einfach weiter. Ja, Leute, nochmal der Hinweis, wenn euch dieses Live gefällt, bitte teilen und liken. Für alle die, die jetzt erst dazukommen und sich fragen, Hubi, du wolltest doch ins Büro. Ja, ich hatte es tatsächlich vor. Aber ich muss euch sagen, Leute, das Bürogebäude ist leider nicht mehr zugänglich. Als ich dort eben angekommen bin, da war der Eingang zu, der im letzten Jahr offen war. Ich war einmal da mit dem Michael. Ich glaube, das war im November oder September, keine Ahnung. Haben sie zugemacht, Leute. Und ihr wisst es, wenn die Location nicht mehr zugänglich ist, dann ist das leider so. Dafür haben wir aber jetzt hier diese Location für euch. Und die hat es in sich. Die hat es wirklich in sich, Leute. Diese Schule ist 30.000 Quadratmeter groß. Hier stehen 15 Gebäude komplett leer. Ich kann euch leider nicht alle zeigen. Ich werde euch nur die interessantesten zeigen, weil sonst wären wir hier noch in 8 Stunden unterwegs. Guten Morgen, Conny. Das würde jetzt einfach zu lange dauern. Ne? Ich muss nämlich heute Mittag noch wohin. Ja, und Leute, bevor jetzt wieder die Fragen kommen, sag mal, Hubi, und ihr mich wieder fragt, Hubi, warum ist eigentlich in der 10 Jahre alten Schule, die seit 10 Jahren leer steht, das Licht an? Nein, Leute, hier ist kein Licht an. Das sieht nur so aus. Das sind Fenster in der Decke. Hier, so kleine süße Dachfenster. Das sieht nur aus, als wenn Licht an ist. Das hat man mich schon oft gefragt, warum das Licht hier brennt. Nein, hier brennt kein Licht. Das sind Fenster, Leute, kein Strom. Ja, ich glaube, hier könnte auch gar kein Licht mehr brennen. Die Kabeldiebe haben ja hier nun mal auch die ganzen, ja, Leitungen geklaut. Guckt euch das mal an hier. Das ist der absolute Hammer. Ja, Leute, man, es ist nicht mehr viel von der Schule zu erkennen. Leider, leider, leider. Und es ist, ja, hier könnt ihr noch so ein bisschen sehen, dass es mal eine Schule war. Wir gehen mal rein. Ne, kein Lost Place ohne Stuhl. Ich meine, ist ja irgendwie logisch. Ne? In der Schule braucht man ja auch einen Stuhl. Ne? Da. So. Ja, Leute, manchmal könnte so ein bisschen der Empfang haken, aber das sollte eigentlich hier nicht passieren, denn auch hier in der Nähe steht eine Station von meinem Anbieter und der Speedtest hier war sehr gut, aber man weiß es nicht, Leute. Ich bin ja in dem Gebäude auch unterwegs, ne? Manchmal auch vielleicht ein bisschen abgewandt von der Antenne, das weiß man alles nicht. Einfach dranbleiben, genauso ist es, Leute. Wenn euch dieses Live gefällt, bitte nicht vergessen, teilen, teilen und liken. Auf den Bildschirm tippen, liken, liken, liken. Vielleicht schaffen wir heute die 50.000. Da würde ich mich drüber freuen. So, schaut mal, hier ist auch noch so ein Klassenraum. Hier stehen auch so ein paar schöne Schränke rum und ein paar kleine Tische. Da unten liegt eine McDonald's-Tüte in der Ecke. Das habe ich ja gern sowas, ne? Wir essen Big Macs und randalieren hier. Das sind die Krawallbürsten. Hier könnt ihr sehen, Leute, überall auch Kabel. Die Kabeldiebe waren ja auch schon da. Ja, ich weiß, ich sehe es. Das ist schon wirklich traurig, ne? Wahnsinn. Schöne Gardinen noch da. Ja, ich dachte eigentlich auch heute, ich hätte hier Schulunterricht, Leute. Ne, Michael, ich habe geguckt, wo Fräulein Rottenmeier ist. Ich habe sie aber nicht gefunden. Ich glaube, die hat sich aus dem Staub gemacht. Ja. Alter Schwede, guckt euch das an, Leute. Der absolute Hammer. Wirklich schade um diese geile Location. Ich sag euch, Leute, jeder Lehrer, der hier reinkommt, der geht auch ganz schnell wieder raus und will keinen Unterricht mehr machen. Guckt euch das an, das ist echt der absolute Hammer hier. So.
Ja, Leute, nochmal, wenn euch das Live gefällt, bitte teilen und liken. Liken, liken, teilen, teilen. So. Hallo, Frau Rottenmeier, ich komme mal rein. Ich bin's, Ihr Lehrer, Schüler. Ja, die Tür ist ja abgeschlossen. Was ist denn hier passiert? Dann gehen wir mal eine Tür weiter. Ich glaube, die Frau hat sich schon eingeschlossen. Oh. Ja, Fräulein Rottenmeier. Warum haben Sie sich denn eingeschlossen? Jetzt bin ich ja doch in Ihrer Klasse, obwohl Sie sich eingeschlossen haben hier. Das hat ja nichts gebracht. Wo ist sie denn hin hier? Guten Morgen, liebe Maike. Also bei meinen Moderatoren könnt ihr gerne mal das Plus klauen, Leute. Guten Morgen, lieber Joey von LostPlace.de. Dem lieben Joey von LostPlace.de könnt ihr auch das Plus klauen. Das ist auch ein ganz lieber. War am Wochenende in einem verlassenen Krankenhaus unterwegs, war wieder extrem spannend. Schade, schade, dass ich keine Zeit hatte, wäre gern dabei gewesen. Aber ich war mit dem Michael in einer anderen Location unterwegs. Oh. Leute, Leute, ich sage euch, ne, ich werde so es wohl nie verstehen, warum diese Bekloppten immer wieder alles zertrümmern müssen. Hier ist jetzt die Aula. Zumindest das, was davon noch übrig ist, Leute. Ich glaube, wir gehen aber vorne rein. Ist, glaube ich, so ein bisschen besser. Maike Seifert, das Modi wird bei uns nicht mehr angezeigt. Also ihr seid aber weiterhin meine Modis. Ich kann es auf jeden Fall sehen, dass ihr noch Modis seid. Das sehe ich bei dir, Michael, und das sehe ich auch bei der Maike. Ne? Ja, Leute, nochmal der Hinweis, Orte werden nicht bekannt gegeben. Wer den Ort erkennt, behält es für sich. So. Hier die ganz alten Fenster, Leute. Einverglasung, meine ich, ist das. Kenne ich noch aus meiner Schulzeit. Guckt mal. Ach ja, das war schon ein etwas dickeres Glas hier. Diese Fenster, die man auf- und zuschieben kann. Guckt euch das an hier, Leute. Und nicht vergessen, Leute, wenn euch dieses Live gefällt, bitte teilen und liken. Danke fürs Teilen, Conny. Teilen, teilen, teilen und liken, ganz wichtig. Vielleicht schaffen wir heute die 50.000. So. Leute, guckt euch das an. Also ich sag euch, das ist nichts für schwache Nerven hier. Ne? Und die liebe Bianca, mit der bin ich ja jetzt in den Osterferien unterwegs, mit dem Chris auch. Und die möchte sich diese Schule auch angucken. Aber das macht sie natürlich nicht alleine. Hier würde ich jeder Frau nur davon abraten, geht hier bitte niemals alleine hin. Es ist einfach nicht gut. Man weiß wirklich nicht, was sich hier rumtreibt. Und ihr seht ja auch, wie das hier aussieht. Es ist ja nichts für schwache Nerven. Ne? Ich bin gut gewappnet, Leute. Mich sollte man besser in Ruhe lassen. Derjenige, der mir versucht, was zu tun, dem wird das schlecht bekommen. Das kann ich einfach nur sagen. So, hier war damals die Aula. Guckt euch das mal an. Der Zahn der Zeit, der nagt an diesem Gebäude. Da, guckt mal da oben. Seht ihr das? Da sind noch ganz alte Glühbirnen drin. Ach, das ist so geil, Leute. Ich liebe das. Diese ganz alten Glühbirnen. 100 Watt, 60 Watt. Habe ich alles noch zu Hause im Schrank. Ne, habe ich damals genug von gekauft, bevor auch das wieder mal verboten wurde. Ich mag diese Energielampen nicht, die finde ich nicht so schön. Die haben so nicht so ein, ja, so ein schönes Licht, finde ich. Wo bist du heute? Ja, Leute, eigentlich wollte ich euch tatsächlich heute ein verlassenes Bürogebäude zeigen. Das haben die aber zugemacht. Da war kein Reinkommen möglich. Deshalb habe ich mich jetzt für eine 30.000 Quadratmeter große Schule entschieden. Und da bin ich jetzt gerade. Ich suche immer noch meine Lehrerin, die Fräulein Rottenmeier. Ich habe sie aber noch nicht gefunden. Also hier in der Aula ist sie nicht. Vielleicht finde ich sie ja noch ja, in den anderen Räumen hier. Aber wisst ihr, was ich richtig cool finde, ist, guten Morgen, Kergi 85, schaut mal, diese, das hier oben, das ist kein Vandalismus, das ist einfach der Zahn der Zeit, der an diesem Gebäude nagt. Das finde ich schön. Das ist was anderes als dieser ständige Vandalismus. Ihr seht ja, die haben mir die ganze Wand rausgekloppt.
Die war vor kurzem noch komplett heile, alles kaputt gemacht. Na? Ja, hier waren damals die Aufführungen, Leute. Hier haben die Schüler und die Lehrer ihre Veranstaltungen gemacht, ne? Ja, nicht mehr viel von zu erkennen. Moment mal, Leute, es pippelt gerade. Schau mal, wer das ist. Das ist die liebe Bianca. Ja, gucke ich gleich. Das war jetzt WhatsApp, Leute. Bianca hat bestimmt jetzt gesehen, wo ich bin und hat einen Schock fürs Leben. Ja, also Leute, nochmal der Hinweis, geht hier bitte niemals alleine hin, macht nicht sowas, wie der Hubi das immer macht. Ich habe vor sowas keine Angst. Ich bin gut gewappnet, wenn mir hier einer an die Wäsche will. Aber als Frau solltet ihr hier so ein bisschen vorsichtig sein und niemals alleine reingehen. Das ist ein 30.000 Quadratmeter großes Gelände. Hier stehen 15 Gebäude leer, Leute. Das ist eins der größten Locations, ja, die ich kenne, ne? Es gibt noch weitaus größere, aber das hier ist schon, ja, der absolute Hammer. Jetzt gehen wir mal weiter. Gleich kommt noch ein schönes Graffiti. Ihr kennt ja bestimmt alle den Film Halloween, ne? Die Nacht des Grauens. Michael Myers, der ist hier an einer Wand verewigt. Richtig geil, Leute. Zeige ich euch gleich. Das ist aber in einem anderen Gebäude. Da müssen wir gleich erstmal raus. Boah, guckt euch das mal an hier. Hier war damals die Anmeldung, also ich denke mal das Lehrerzimmer, ne? Anmeldung, Zimmer 69. Ja, hören Sie mal. Guten Morgen, ich wollte mich anmelden. Ich bin's, der Hubi. Ich wollte heute in die Lost Place Schule kommen. Sie wollten mir sagen, wie man noch mehr Lost Places entdeckt. Aber die Fräulein Rottenmeier ist hier einfach nicht zu finden, Leute. Da kannst du machen, was du willst, ne? Boah, guckt euch das an hier. Da hing doch mal. Da, ja, da, ich wollte ich doch sagen, da hing doch mal so ein. Ist das das hier nicht? Mal eben gucken. Ja, Leute, hier, genau. Guckt mal. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie lange die Schule schon geschlossen ist. Hier, das ist der letzte Eintrag hier. 2009, 2010. Also, das ist jetzt tatsächlich hier so die Zeit, wo das Ding zugemacht wurde. Es ist schon wirklich eine. Ja, ziemlich, ziemlich lange Zeit. Ja, sag mal, Michael von der Lost Place Hunter Crew, du bist ja wieder da. Hast du mich etwa schon wieder im Stich gelassen? So. Ja, Leute, wir gehen mal weiter. Ja, nochmal für alle die, die jetzt erst dazukommen, bitte das live teilen, teilen, teilen und liken. Tippt bitte alle auf den Bildschirm, damit wir heute die 50k erreichen. Tippen, tippen, teilen, teilen, liken, liken. Ich bin hier in einer verlassenen Schule. Diese Schule ist 30.000 Quadratmeter groß. Hier stehen circa 15 Gebäude komplett leer. Einige Gebäude sehen tatsächlich noch relativ gut aus. Das Hauptgebäude hier ist das, was tatsächlich am meisten, ja, durch die Vandalen verwüstet wurde. Die Schwimmhalle habt ihr eben schon gesehen. Die Turnhalle hat dreimal gebrannt. Da waren die Feuerteufel unterwegs. Ich habe hier tatsächlich auf diesem Gelände jemanden kennengelernt, ne, den lieben Lukas. Falls du da bist, Lukas, schönen guten Morgen. Du weißt ja, wo ich gerade bin. Der Lukas, der arbeitet für die Stadt, in der ich gerade unterwegs bin. Der hat hier vor kurzem mit seinen Kollegen auf dem Gelände das Unkraut weggeschnitten, weil angeblich sollen hier Wohnungen entstehen und das alles abgerissen werden. Aber er hat auch schon gesagt, die haben wohl schon mal hier alles freigeräumt und es ist nichts passiert. Die Schule sollte schon dreimal abgerissen werden und sie steht immer noch wie eine Eins, Leute. Hier gab es sogar mal Überwachung, also Security. Die wurde irgendwann aber abgezogen, weil sich das wohl nicht mehr gelohnt hat. Guckt euch das mal an, da gehen wir gleich rein. Da hinten ist natürlich noch mehr. So, jetzt habe ich gerade gedacht, da läuft einer rum. Ist aber nur Unkraut. Jetzt sehe ich gerade, die haben das Tor da weggetreten, ne? Jo. Wahnsinn. Vor ein paar Wochen war da noch das Tor drin. Jetzt ist das Tor verschwunden. Leute, Leute, Leute. Naja. Guckt mal hier. Da hier waren damals die Toiletten. Na, könnt ihr euch noch an diesen Spruch hier erinnern? Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Knaben, Leute, Knaben. Ja, so war das damals, Leute. Wo ist das? Wo das ist, wird nicht bekannt gegeben. Ich bin in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. Genaue Orte gibt es nicht.
Toiletten. Ja, Leute, wenn es manchmal so ein bisschen hakt mit dem Internet, nur das kann mal passieren, sollte aber nicht, weil die Antenne meines Anbieters ist tatsächlich nur, was sind das, 300, 400 Meter, also ist nicht weit weg. Ne, aber ihr seht ja, das Gelände ist groß und je nachdem, in welchem Winkel man sich aufhält, da weiß man natürlich auch nicht, wie gut das Signal hier ankommt. Ne? So. Wir könnten zwar jetzt auch hier lang gehen, mache ich aber nicht, weil hier hinter sind Wohnhäuser und wenn die einen hier sehen, rufen die hundertprozentig, ja, die Polente, das hat aber auch einen guten Grund, die hat schon dreimal gebrannt, Leute, aber man weiß es eben nicht, ne? Also so wie das hier aussieht, kann ich mir zwar vorstellen, dass hier gar keiner die Schmiere ruft, aber man weiß es ja auch nicht. Ne? Und nochmal, Leute, nicht, dass ihr gleich wieder fragt, Tobi, warum brennt da Licht? Nein, da brennt kein Licht. Das sind die Dachfenster. Weil das letzte Mal, als ich hier war, habt ihr mich gefragt, Kerr, warum ist die Schule 10 Jahre zu und warum brennt da noch Licht? Nein, das sind Dachfenster, Leute. Auch wenn es so aussieht, als wenn das hier, ja, Lampen wären, das sind keine. Geht ja auch nicht. Guckt euch das doch mal an hier. Die haben die ganzen Kabel geklaut. Ne? Die Kupfer- und Kabeldiebe und weiß ich nie, was hier alles für ein Punkt, Punkt, Punkt rumläuft, ne? So, wir gehen jetzt raus aus diesem Gebäude ins nächste. Da kann ich euch nochmal die Schwimmhalle und die Turnhalle zeigen. Die haben hier einfach alles kaputt gemacht, Leute. Da war so ein wunderschönes Bild hier in der Wand, als wir das letzte Mal hier waren. Die haben die ganze Wand kaputt gekloppt. Zwei schöne Graffitis von Mr. T sind auch nicht mehr zu erkennen. Das war so schön, aber wenn ihr das mal sehen wollt, wie das aussah, Leute, bevor die die Wand hier kaputt gekloppt haben, es gibt ein Video auf TikTok, da könnt ihr das sehen. Der obere ist noch gut zu erkennen und leider hier noch ein kleiner Teil. Na, irgendwie irgendwas höre ich die ganze Zeit, Leute. Ich höre was, aber ich sehe niemanden. Augenblick mal. Das hört sich an, als wenn hier einer über mir ist, Leute. Ja, wir gehen mal hoch, Leute. Irgendwas höre ich oben. Als wenn da irgendeiner, weiß ich nicht, am Hämmern ist. Wir gehen mal einmal die Treppe hoch, Leute. Da waren wir eh noch nicht. Zeige ich euch noch eben die oberste Etage. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber das hört sich an, als wenn hier irgendeiner im Gebäude am Kloppen ist. Hört ihr das? Könnt ihr das hören? Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich hier jemanden erwische, der hier krawalliert, dann gibt es richtig Ärger. Ich gehe dem Geräusch jetzt mal nach, Leute. Er gibt nämlich zwei Sachen, die ich nicht mag: Feuerteufel und Krawallmacher. Ach, hier, guck mal. Können wir auch einmal reingehen? Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Schaut mal, eine schöne Gardine. Sei vorsichtig, ja, keine Sorge, Leute. Ich weiß schon, was ich mache. Ich kann mich wirklich gut durchsetzen. Aber ich mag es einfach nicht, wenn man hier alles zerstört. Ihr seht ja, wie dieses Gebäude aussieht. Aber ich muss einfach meinem Trieb nachgehen. Ich höre dieses Geräusch und will jetzt wissen, woher das kommt. Ja, hier waren wir ja gerade, da an der Tür mit den Knaben. Aber das Geräusch kommt von oben, Leute. Wir gehen mal hoch. Na, wir schauen mal. Und nicht vergessen, Leute, teilen und liken. Boah, hier riecht es nach Farbe. Boah, hier haben sie neu gesprüht. Sind wir jetzt mal ein bisschen leiser. Stinkt das hier nach Farbe? So, Leute, ich bin jetzt mal ein bisschen leiser. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Hier riecht es extrem nach Farbe. Boah. Ich kann das Geräusch hören, aber ich kann niemanden sehen.
ich dann Sprayer, das stört mich nicht. Aber Leute, wenn es ein Sprayer ist, der macht nicht so einen Krach. Also dieses Hämmern, was ihr gerade gehört habt, das passiert nicht, wenn man Wasser an die Wand sprüht. Aber wir gucken mal. Ich bin jetzt mal ein bisschen leiser. Weil wenn der Krawallbrüder hier drin ist, dann will ich den auf frischer Tat ertappen. Ich finde das immer lustig, weil ich. Hier sind die Fenster noch ganz. Guckt euch das an, Leute. Kein Lost Place ohne Stuhl. Boah, guckt euch mal an, wie die hier gesprüht haben. Die lassen auch alles immer stehen. Hier riecht es auch nach Farbe und zwar richtig, richtig kräftig riecht es hier. Was Wahnsinn. Ich gehe einfach mal dem Geruch nach, aber ich sehe nichts, Leute. In den Wänden? Nein, nein, hier gibt es keine Tiere in den Wänden. Das glaube ich nicht. Das ist Beton. Alles Beton, Leute. Alter Schwede. Wenn euch dieses Live gefällt, Leute, bitte teilen und liken. Ich gehe gerade so einem komischen Geräusch nach. Hier oben sind die Fenster auch noch ganz, Leute. Ich muss jetzt mal ein bisschen leiser sein. Also ich weiß es nicht, Leute. Ich höre die ganze Zeit dieses Geräusch, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Durch das Malen hier. Naja, ich weiß einfach nicht, was das soll. Ne? Da ist auch nichts. Ich guck mal, ob ich hier über die Tür gehen kann. Also halbwegs. Jetzt mache ich natürlich mehr Krach, als ich eigentlich wollte. Ja. Was haben die denn hier gemacht? Haben sie sich aus einer Tür einen Tisch gebaut? Ich höre nichts. Ja, im Moment ist Ruhe. Vielleicht hat. Ja, jetzt wird der Krawallbruder mich bestimmt auch gehört haben, mit der scheiß Tür. Alter Schwede. Guckt euch das mal an hier, Leute. Da hinten, da ist die Turnhalle und die Schwimmhalle drin. Hier drunter ist das. Das ist ein riesiges Gelände hier, Leute. Da hinten, da gehen wir gleich auch noch rein. Da ist dieses Bild von diesem Michael Myers aus dem Halloween-Film. Ja, wenn der jetzt da war, Leute, ist der eh weg. Boah, hier riecht es extrem nach Farbe, Leute. Aber wo ist das neue Bild? Boah, Leute, wenn euch das Live gefällt, bitte teilen und liken. Schon wieder dieses Geräusch. Also ich sag euch, hier ist irgendeiner. Wenn das jemand ist, der hier nur die Wände bemalt, ist mir das egal. Aber wenn das jemand ist, der hier randaliert, Leute. Ja, dann darf er sich warm anziehen. Aber da unten ist nichts. Da gehen wir auch nicht durch. Da ist der Empfang bestimmt wieder nicht so gut. Obwohl, wir können es eigentlich mal versuchen. Ne? Da ist doch ein Fenster. Wartet mal. Vielleicht versteckt der Krawallbruder sich hier unten irgendwo. Mal schauen. Haben sie auch schon wieder die ganze Wand kaputt gekloppt, Leute. Guckt euch das mal an. Aber da, kein Lost Place ohne Stuhl. Ich meine, in der Schule muss es ja auch Stühle geben, ne? Was ist das hier? Guck mal, hier war mal eine Dusche, ne? Eine schöne Dusche. Cool, direkt eine Dusche gegenüber vom Klassenzimmer. Hatten wir nicht.
Naja, guck mal hier, ne? Hat mal wieder einer ein bisschen was verändert, ne? Schaut mal. Boah, Leute, kein Lost Place ohne Stuhl. Hier kann man eigentlich was anderes sagen, ne? Kein Lost Place ohne Stühle. Boah, hier gibt's Stühle wie Sand am Meer. Boah, Leute, wenn euch das live gefällt, bitte teilen und liken. Vielleicht schaffen wir heute die 50k. Teilen, 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 Leute. Im Moment höre ich das Klopfen bzw. das Hämmern nicht mehr. Vielleicht hat der Krawallbruder mich jetzt aber auch gehört, auf der Tür oben. Wie ist das ein Hammer hier? Alter Schwede. Alter Schwede. Leute, danke für die Geschenke. Gehen mal nach oben. Ich bin ja echt fasziniert, dass hier noch einige Fenster echt heile sind, Leute, ne? Hier riecht es überall nach Farbe. Leute, also, wenn hier einer ist, der hier am Randalieren war, dann hat er jetzt damit aufgehört. Vielleicht hat er mich einfach auch gehört jetzt, ne? Gehen wir nochmal hier durch und dann gehen wir rüber ins nächste Gebäude. Ich kann jetzt echt nichts mehr feststellen, Leute. Da ist schon wieder ein Fenster kaputt. Ihr habt schon wieder irgend so ein Chaot Fenster rausgerissen, Leute. Ich bin ja immer erfreut, wenn ich sehe, dass manche Fenster tatsächlich noch heile sind, Leute. Also ich habe hier eben was gehört, als ich mit euch unten in der Halle war. Da habe ich irgendwelche Klopfgeräusche gehört, als wenn einer hier am Randalieren ist, aber hier oben ist niemand. Aber hier riecht es hier in diesem Raum, Leute. Hier riecht es extrem nach Farbe. Aber wirklich, das ist der Hammer. Hier stinkt es auch richtig nach Farbe. Wahnsinn. Das sieht aber auch alles neu aus. Michael, wenn du noch da bist, ich glaube, das hier ist neu. Na, so, wir gehen mal weiter. Mr. T war auch hier, Leute. Da seht ihr es. Ihr kennt ja alle Mr. T. Der liebe Mr. T. Der ist nicht nur beim A-Team, der ist auch immer hier unterwegs, ne? So, Leute, wir gehen jetzt rüber ins nächste Gebäude. Wo die Geräusche auch immer herkommen, ich weiß es nicht, aber ihr seht, hier ist niemand. Oder der versteckt sich, weil er uns gehört hat. Kann natürlich auch sein, ne? Aber man weiß tatsächlich nie, auf was man hier trifft, ey. Ich glaube hier. Guckt euch das mal an hier. Das war mal ein Badezimmer. Die Heizung ist noch da. Ja, guten Morgen, Leute. Wenn euch dieses Live gefällt, bitte teilen und liken. Wer den Ort hier erkennt, den möchte ich bitten, es für sich zu behalten. Sonst gibt es eine Stummschaltung. Ihr seht ja, wie das hier aussieht, Leute. Gibt es auch eine Stelle, wo. Also hier gibt es noch ja, ein paar kleine süße Ecken, die noch halbwegs gut aussehen, aber es ist kein Gebäude ohne Vandalismus. Das hier, das ist das Hauptgebäude der alten Schule. Das ist leider der Vandalismus hier am schlimmsten. Es gibt auch Gebäude, die noch etwas weniger haben. Das liegt daran, dass direkt daneben Wohngebäude sind. Dieses Gebäude hier, beziehungsweise dieses Gelände ist 30.000 Quadratmeter groß. Hier stehen 15 Gebäude leer, Leute. Circa 15 Gebäude. Und manche davon stehen sehr nah an, ja, Wohnhäusern. Und da ist natürlich dann auch der Vandalismus nicht so extrem, weil die das hören, die Anwohner.
Aber hier, Leute, ne, ihr seht es, das war damals das Hauptgebäude mit Aula, die habe ich euch ja eben gezeigt. Wir gehen jetzt, ich zeige euch jetzt die Schwimmhalle nochmal und die Turnhalle. Dann gehen wir rüber ins nächste Gebäude. Ich habe Fräulein Rottenmeier nicht gefunden, aber ich höre dieses Kloppen schon wieder. Ich verstehe es nicht, wo es herkommt. Irgendeiner ist hier am Hämmern. Da haben die alles kaputt gemacht. Das war beim letzten Mal alles noch heile. Da war hier so ein richtig schönes Graffiti. Da ist noch der Rest davon zu erkennen. Traurig, 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 was hier aus diesem Gebäude geworden ist, Leute. Hier könnt ihr nochmal die Aula sehen. Es war alles noch heile hier, Leute, als ich das letzte Mal hier war mit dem Michael. Das ist der Hammer. Also ich habe aber auch den Verdacht, Leute, dass die Krawallmacher hier nachts rumrennen. Wahnsinn. Wie sieht das hier aus, ey? Wahnsinn. Da hinten ist noch mehr Leute. Wahnsinn. Wenn wir die Dämmwolle hier überall diese Rohre rausgerissen haben, hier um an die Kabel dran zu kommen. Alter Schwede. Ja, Leute, wenn euch dieses Live gefällt, nicht vergessen, teilen und liken. Ne? Guck mal, jetzt haben wir fast die 50.000 geschafft. Meint ihr, wir schaffen gemeinsam noch die 60.000? Jetzt teilen, liken, liken, alle auf den Bildschirm tippen und liken, Leute. Hier riecht es auch nach Farbe. Hier ist die Schwimmhalle, die zeige ich euch jetzt nochmal, bevor wir rausgehen. Für alle die das jetzt verpasst haben eben. Guckt euch das mal an hier. Das war damals die schöne, süße Schwimmhalle. Das ist schon echt der absolute Hammer. Gehen wir einmal durch. Fragen nehmen mich. Boah, Leute. Ein absolut geiles Graffiti. Eine schöne Frau, die irgendwie guckt, als hätte sie schlechte Laune. Ne? Guckt euch das an hier. Das ist schon echt, das ist schon heftig, ne? Geil. Richtig geiles Graffiti, Leute. Das ist das, was ich liebe. Sowas muss sein. Das ist schön. Na? Hier waren damals die Duschen. Boah, Wahnsinn, Leute. Und nicht vergessen, alle auf den Bildschirm tippen und teilen und liken. Wir konnten Hubi auch. Ja, genau, die 100.000. Vielleicht schafft ihr die ja auch, Leute. Könnt ihr gerne mal machen. Noch sind wir nicht durch. Wir gehen jetzt gleich ins nächste Gebäude. Vorher noch mal so einen Rundgang hier durch die Schwimmhalle, Leute. Das ist einer der schönsten Orte hier. Das ist so, ja, so faszinierend, ne? Man kann noch denken, hier haben damals die Kinder gesessen, ne? Und darauf gewartet, dass der Lehrer oder die Lehrerin sagen, ja, Kinder, wir üben jetzt hier mal ein bisschen Schwimmen, ne? Und heute, Leute, ihr seht es, alles nur noch traurig. Da waren wir gerade drin. Eine sehr traurige Location. Wahnsinn. Glasscherben überall. Mein Gott, nee, guckt euch das an. Das ist so eine wunderschöne Halle. Wahnsinn. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Es ist eine verlassene Schule, so sieht's aus. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben.
Leute, nochmal, wenn euch das live gefällt, bitte teilen und liken. Liken und teilen, wenn wir das, vielleicht schaffen wir heute die 100k. Leute, jetzt alle auf den Bildschirm tippen. Wir gehen jetzt in die Turnhalle und dann raus ins nächste Gebäude. Vorher noch mal einen Blick hier auf diese wunderschöne. Mensch, Leute, da könnte man meinen, ne? Das könnte meine Freundin sein, wenn die morgens aus dem Bett raus ist und mal wieder schlecht gelaunt ist, ne? Aber das ist sehr selten, dass sie schlecht gelaunt ist, ne? Da bin ich, glaube ich, morgens schlechter drauf, wenn ich aufstehe und wieder mal sehe, irgendwie draußen regnet's, ne? Das Wetter ist scheiße, ne? Ja. Die ist cool. Die ist echt heftig, Leute. Und jetzt schließen Schule wegen mehrer Lehrermangel. Ja, da werden noch mehr Schulen. Das ist ja auch nicht die einzige. Leute, ich habe euch schon zwei weitere Schulen gezeigt oder sogar. Nee, drei. Leute, könnt ihr euch noch erinnern? Wir waren in einer kleineren Schule. Dann waren wir in einer Schule, wo der Michael und ich einen Feuerteufel erwischt haben, der gerade die Turnhalle in Brand gesetzt hat. Und dann könnt ihr euch noch an die prominente Schule erinnern. Die Schule, in der die RTL-Serie Der Lehrer gedreht wurde. Diese Schule war auch heftig und unter dieser Schule war doch dieser Atomschutzbunker. Es gibt dazu Videos hier bei mir auf meinem TikTok-Kanal und auch bei YouTube. Den Link gibt es in der Bio. Und auch der Michael war da. Bei ihm findet ihr dieses Video natürlich auch. Guckt euch das mal an. Das war die prominente Schule, ne? Und wer ist jetzt schuld, dass diese Schule leer steht? Ja, ganz klar, RTL. Denn die haben das Gebäude ja damals übernommen für diese. Ja, für diesen komischen, ich kenne die Serie gar nicht, der Lehrer. Ich weiß zwar, dass die dort läuft, aber die haben ja immer wieder die Orte gewechselt und wieder neue Gebäude, warum auch immer. Ne, da ist ja sogar ein eingebautes Gefängnis in der Schule. Das war das Allerbeste. Da haben wir uns in die Zelle einsperren lassen. Das war lustig. Es gibt Videos dazu, Leute. Guckt euch die gerne mal an. Alles auf TikTok und YouTube und auch bei Instagram. Den Link gibt es in der Bio. Da hinten haben sie im November Feuer gelegt. Da haben sie vor einem Jahr Feuer gelegt und dann haben sie es hier schon wieder versucht. Guten Morgen, lieber Jörg von den RTL Autohändlern. Ach, ich sag euch, Leute, das ist echt zum Kotzen. Ich freue mich, dass du da bist, Jörg. Hoffe, dir geht's gut. Dem lieben Jörg von den RTL Autohändlern, den könnt ihr gerne auch mal folgen. Das ist auch ein ganz lieber, ihr kennt ihn. Er hatte ja damals auch bei RTL diese Sendung, die Autohändler, mit dem Dragan und dem lieben Micha, dem Stricher. Ne? Jeder kennt das. Ne? War immer lustig. Guten Morgen, Itze, mein Freund. Guten Morgen. Mein lieber Itze, ich wünsche dir eine gute Besserung. Leute, der Itze ist ein bisschen erkältet. Alle mal reinschreiben, gute Besserung an den lieben Itze. Denn ich möchte mit ihm bald auf Tour gehen. Ich bin in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt, der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Hier könnt ihr die Turnhalle nochmal von außen sehen jetzt. So. Leute. Einmal hier runter. Hubi muss schon wieder klettern. In das Gebäude gehen wir nicht rein. Das ist, da drin hat es gebrannt, auch wenn es nicht so aussieht. Ne? Das ist, von innen hat es da oben in der ersten Etage auf der Rückseite gebrannt. Jetzt kommen diese kleineren Gebäude, Leute. Guckt mal hier. Ne, das waren damals tatsächlich die Wohneinheiten. Hier, das war ein Internat, Leute. Die Schüler haben hier mit den Lehrern auf dem Gelände gewohnt. Das war aber auch eine Schule für gehörlose Kinder. Also da kam immer mal wieder was Neues rein. Da oben sind noch Gebäude. Da hinten, da ist das Gebäude, was ich euch gleich zeige. Da ist dieses geile Graffiti von diesem Michael Myers aus dem Kultfilm Halloween, Die Nacht des Grauens. Die ist richtig geil. Das ist richtig heftig hier, Leute. Mr. T hat sich hier auch überall verewigt. Den werde ich euch natürlich jetzt gleich zeigen, keine Frage. Ja, Itze, mein Freund, ich hoffe wirklich, dass es dir bald wieder gut geht. Dann machen wir zusammen eine Tour im Krankenhaus, ne? Das ist auch mal was Schönes. So. Ich hasse das auch, Leute. Glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres, als krank zu sein, ne? Das kenne ich wirklich nur zur Genüge, Leute. So. Alter Schwede.
Moin, moin. Ja, Leute, wenn euch das Live gefällt, bitte nicht vergessen, teilen, teilen und liken. Schaffen wir heute die 100.000. Alle jetzt auf den Bildschirm ticken und liken. Und nicht vergessen, Leute, das Live teilen, teilen, teilen. Ganz, ganz wichtig. Danke für die Geschenke, fürs Folgen. Hier könnt ihr noch mal gucken, Leute. Das ist schon echt heftig hier. Wir gehen jetzt nicht in jedes Gebäude rein, Leute. Nur in die, die interessant sind, weil sonst würden wir morgen noch unterwegs sein. Aber da oben, Leute, wieder Mr. T. Ich gehe gleich ein bisschen näher ran. Da unten auch Mr. T. Das ist ja den ich tatsächlich gerne mal kennenlernen würde. Der ist in jeder Location schon drin gewesen, in der wir alle drin waren, außer im Horrorhaus. Da war er noch nicht. Guck mal hier. Da brauchen wir gar nicht erst in den Keller latschen, Leute. Hubi bückt sich einfach. Mr. T, da ist er. Ach, herrlich, Leute. Mr. T. So, Leute, da hat jetzt jemand, ich habe wieder nicht aufgepasst, eine Schatztruhe reingeschmissen. Danke an die Person. Könnt ihr euch dann gönnen? So. Hubi hat wieder nicht aufgepasst, wer die jetzt reingeschmissen hat. Dankeschön. Könnt ihr euch gönnen, Leute, die Schatztruhe. Wir gehen aber jetzt hier in das Gebäude rein. Da könnt ihr sehen, da Feuer. Deshalb, Leute, seid mir nicht böse. Ich gehe da nicht rein. Das ist einfach nicht gut. Aber die Gebäude hier tatsächlich, die sind alle viereckig. Da haben die Schüler damals drin gewohnt und die Lehrer. Aber hier, guckt mal. Jetzt kommen erst die geilen Graffitis. Das ist auch heftig hier. So. Leute, danke fürs Folgen. Wenn euch das Live gefällt, bitte teilen und liken. Markus 69 hat die Truhe reingeschmissen. Dankeschön. Könnt ihr euch jetzt gleich dann gönnen in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. So. Ach nee, ich habe wieder nicht aufgepasst. Das sind ja nochmal 56 Sekunden. Ja, da könnt ihr mal wieder sehen, Leute, dass der Bildschirm bei mir zu dunkel ist. Den mache ich jetzt mal eben ein bisschen heller. Augenblick. Das ist auch heftig hier. Mein kleiner Neffe, 11 Jahre alt, der süße kleine Schatz, das hat er sich gewünscht und natürlich erfülle ich ihm diesen Wunsch, keine Frage. Jede Stadt hat einen Künstler. So ist es. Aber hier ist es tatsächlich so, dass der Mr. T in ganz NRW unterwegs ist. Der ist immer schneller als ich, außer in dem Horrorhaus, wo wir die paranormale Untersuchung gemacht haben. Da war er tatsächlich noch nicht. Ja, Leute, jetzt könnt ihr auf jeden Fall mal sehen, wie diese viereckigen Gebäude aussehen. Die sehen tatsächlich alle gleich aus, deshalb gehen wir nur in ein Gebäude und dann gehen wir rüber ins nächste, weil das wäre sonst einfach wirklich zu lang hier. Ne? Weil dann wären wir um 13 Uhr hier noch nicht durch. Aber ihr könnt mir glauben, die mit den geilsten Graffitis, die zeige ich euch natürlich. So. Ist echt der absolute Hammer. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wo dieser Raum war. Hier ist ein Raum mit einem richtig schönen Bild. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. So, danke für die Geschenke, Leute. Danke fürs Teilen und Folgen. Wenn euch das Live gefällt, dann bitte weiter teilen und vor allen Dingen liken. Tickt bitte alle auf den Bildschirm, liken, 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 dass wir die 100.000 erreichen. Das wäre richtig gut. Da würde ich mich drüber freuen. Ich suche immer noch hier einen speziellen Raum, Leute. Mal gucken, irgendwo ist der. Ach, guck mal hier. Das ist auch schön. Na, guck mal. Das finde ich auch schön. Da mache ich gleich mal ein Foto. Das ist nämlich neu. Mal da. Hey, das sieht aus wie so ein Föhn, ne? Könnte das sein? Ein Föhn, das Häschen föhnt. Das wäre jetzt was für die liebe Bianca und ihren Stupsi. Hey, ist das der Stupsi? Hey, der süße Stupsi? So, einmal ein Foto machen bitte. Einmal Foto, Foto, Foto machen. So. Ist schon echt heftig, Leute. Geh mal ein bisschen zurück, dann könnt ihr da, glaube ich, mal noch ein bisschen besser sehen. Könnt ihr gerne einen Screenshot machen, wenn ihr möchtet. So. Ja, diese Schule hier hat es in sich, Leute. Die hat so richtig schöne Graffitis. Ich habe auch tatsächlich nichts dagegen, wenn die Leute hier malen. Das ist immer noch besser, als wenn hier alles zerstört und angezündet wird. Dann lieber sowas hier. Das ist schön, Leute.
Es ist auch Vandalismus, keine Frage, aber lieber alle malen, als wenn nur ein einziger dieses Gebäude abfackelt. Ne? So. Warte. Aber nee, Moment mal, was macht der Hubi denn jetzt? Augenblick. War das nicht hier der Raum mit diesem geilen Graffiti? Ne, Leute, ich habe das noch nicht gefunden, aber wer sucht, der findet. Ne? Mal schauen. Es ist irgendwo, ist hier ein Gebäude mit so einem schönen, kleinen, süßen Äffchen. Das ist so schön. Hier war damals das Badezimmer. Ne? Hi, Hubi, schönen Tag. Jo, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein paar Münzen ergattern. Ich hoffe, es hat geklappt, Leute. Nochmal danke an den Spender. So. Und nicht vergessen, wenn euch das Live gefällt, bitte teilen und liken, Leute. Liken, liken, liken. Wir sind jetzt gleich bei 92k. Vielleicht schaffen wir sogar noch mehr als die 100k. Jetzt alle auf den Bildschirm tippen, tippen, tippen. Ja. Nee, Leute, ich glaube, ich bin im falschen Gebäude. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass ich im falschen Gebäude bin. Naja, kann ja auch schon mal passieren, ne? Ja. Alter Schwede. Dann war das vielleicht... Jetzt muss ich mal eben überlegen. Dann gehen wir mal eins weiter. Vielleicht haben wir wieder irgendwas... Oder war das Gebäude? Das kann auch sein, ne? Naja, wir gucken mal, Leute. Vielleicht findet der Hubi das Ding ja wieder. Ich sag ja, hier stehen so viele Gebäude leer. Das seht ihr ja, Leute. Da muss man erstmal suchen. Ne? Wer sucht, der findet, ne? So. Aufgeben, keine Option. Weiter, bitte. Oh. Das ist auch cool, ne? Guckt mal. Aber das Gebäude war es auf keinen Fall. Das war das andere. Wir müssen eins zurück. Ich glaube, das da hinten war das. So, aufgeben, keine Option. Ja, machen wir mal weiter. So, Leute, nochmal der Hinweis. Wenn euch dieses Live gefällt, dann bitte teilen und liken. Vielleicht schaffen wir heute sogar mehr als die 100k. Jetzt alle auf den Bildschirm tippen und liken nicht vergessen. So, Hubi sucht gerade hier, könnt ihr nochmal sehen. Das ist auch cool hier, viele Kinder wünschen sich das. Das Ding hat wohl Batterien, da muss man wohl oben auf den Kopf drücken und dann bewegt er sich, hat der Kleine mir erzählt. Hubi hat davon keine Ahnung, die Kinder, die wissen über alles Bescheid. Die wissen sogar, wie das Handy 100-mal besser funktioniert. Die haben alles schneller raus als wir Großen, das ist einfach so. Oh, aber wo war dieses hübsche Gebäude mit diesem süßen Äffchen? Wir gucken jetzt mal. Ansonsten muss der Hubi aufgeben. Hier hat es auch schon wieder gebrannt, Leute. Das kann man sofort sehen. Guckt mal. Ja, vielleicht sieht man es deswegen nicht mehr. Moment mal. Also Leute, ich bin irgendwie ein bisschen bekloppt. Das ist doch der Raum. Da waren wir doch gerade drin. Waren wir hier nicht gerade drin in dem Haus? Ja, da ist doch die... Also ich habe, glaube ich, echt einen an der Klatsche. Da waren wir gerade drin. Das ist das Gebäude mit dem Äffchen, meine ich. Ich guck noch mal. Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt will ich es wissen. Ich meine nämlich, das ist der Raum hier. Ja, da ist es doch. Ja, alter Schwede, ey, da war ich doch gerade drin. Bin ich denn so verrückt, dass ich das nicht finde? Wo sind wir jetzt eben reingegangen? Hier, ne? Dann gehen wir jetzt mal hier rein, Leute. Da ist der Raum, das heißt, Hubi muss rechts abbiegen. Hier waren wir gerade drin, kein Witz, Leute. Hier ist der Raum. Na also, da oben, Raum 8, Leute. Und da ist das süße Äffchen, was ich euch mal zeigen wollte. Guck mal. Das ist richtig geil, Leute. Wir haben die 100k geschafft. Boah, Leute, ihr seid echt spitze. Klasse, klasse, Leute. Richtig schön. Kommt zusammen. Schaffen wir die 120k, Leute. Wir gehen jetzt rüber ins nächste Gebäude. Und das hier, das ist ja schon heftig, ne?
Guck mal, das ist ja schon richtig heftig. Aber hier, Leute, schaut mal hier. Das ist schon echt der Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Deshalb, Leute, in die besten Gebäude gehe ich natürlich mit euch rein. Alle 15 könnten wir gar nicht schaffen. Der größte Teil sind diese kleinen viereckigen Gebäude. So, guckt euch das an, Leute. Der absolute Hammer. So, aber jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir rüber in das Haus des Schreckens, würde ich das mal nennen. Weil da ist dieses schöne Bild von Michael Myers. Halloween, die Nacht des Grauens. Viele von euch kennen ja den Film. Ich liebe diese Filme. Ich kriege die immer wieder gerne. Aber habe ich leider nicht auf DVD. Tatsächlich habe ich nur Freitag, den 13. auf DVD die Filme, aber von Halloween selber leider nicht. Das muss ich mir bald mal besorgen. Dann brauche ich nicht immer warten, bis das mal bei Pay-TV läuft. Lief vor kurzem, lief mal Halloween, die Nacht des Grauens auf Kinowelt, glaube ich. Kinowelt oder Warner TV Film. Ich habe ja so ein paar Pay-TV-Sender. Auf einen da lief der mal. War schon echt wieder cool, sich das anzugucken. So, Leute, auf geht's. Da ist das Gebäude. Jetzt müssen wir aber einen kleinen Umweg laufen, um da reinzukommen, weil den direkten Weg können wir leider nicht nehmen. Sonst werde ich gesehen von den Anwohnern. Ihr seht ja da oben das weiße Gebäude. Ne, das sind Wohnhäuser. Wenn die hier einen auf dem Gelände wieder mal rumlaufen sehen, die wissen ja nicht, dass ich brav bin. Ne, dann rufen die vielleicht mal wieder. Deshalb nehmen wir jetzt einen kleinen Umweg, Leute. Und zwar hier durch das Gebäude. Ne, gehen wir einfach da durch. So. Hier ist damals die Feuerwehr durchgekommen, durch das Tor, als die Turnhalle gebrannt hat. Das ist echt erstaunlich. Der Michael und ich, wir kamen gerade hier an, da ist die Feuerwehr gerade abgerückt. Ne, hier waren damals die Garagen. Ja, Leute, ich sage euch hier, das ist, ich habe ja gesagt, das Gebäude und das Gelände, das ist riesig. Ne, das hat 30.000 Quadratmeter hier in dem Gebäude. Hier stehen viele, hier ist nochmal dieses Äffchen, Leute, guckt mal. So ähnlich zumindest da. Und da auch nochmal. Hier riecht es auch schon wieder nach Farbe, Leute. Ja. So, ich mache mal eben ein Foto. Ja. Prima. Jetzt wird der Empfang etwas komisch, aber bleibt einfach dran, Leute. Ich passe gut auf. Wo ist die Treppe? Genau, hier war die Treppe. Wir gehen direkt nach oben. So, Leute, jetzt kommt gleich auch noch ein richtig schönes, wirklich schönes Bild, wenn es noch da ist. Hier übrigens in diesem Gebäude war damals die Kantine. Hier konnten die Schüler und die Lehrer Mittagessen, frühstücken, Abendbrot. Hier ein kleiner Lastenaufzug, konnte man das Essen rauf und runter fahren. Hier könnt ihr noch sehen, das war damals die Küche der Schule. Hier wurde das Essen für die Schüler hergestellt und für die Lehrer. So, boah, hier stinkt's. Mein Gott, Walter, wer hat denn hier hingepinkelt? Alter Schwede, Ferkel. Boah. So, Leute. Das war die Küche. So, Leute, jetzt muss der Hubi klettern. Augenblick. Wir müssen hier durch. Ich will nicht gesehen werden von den Anwohnern. Damit ich mir jetzt nicht den Popo verletze. Da sind nämlich Glasscherben. Muss ich mal ein bisschen basteln jetzt. Und ihr dürft live dabei sein, wenn der Hubi sich mit seinem dicken Bauch durch dieses enge Ding hier zwängt. Der Michael, der hat das ja schon mitgekriegt. Der musste ja auch hier durch. Für die Bianca wird das gar kein Problem sein. Mit einem Satz.
Wie? Ihr seht ja, die haben das mal hier zugemauert, warum auch immer. Der Hubi, der muss jetzt stiefeln. Und los geht's. Alter Schwede, ist auch eng. Da kommt der Bauch nicht so ganz durch. Guckt euch das mal an hier. Seht ihr das? Das wird jetzt wieder lustig. Der alte Hubi muss klettern. Mal ein bisschen Platz machen hier. Geht mal hier zur Seite, ihr Alter Schwede. Einmal hier durch. Einmal da durch, bitte. So, geschafft. Herrlich. Wo war dieses? Da ist es, Leute. Diese Kletterei lohnt sich immer. Ja, das ist auch geil. Guckt euch das an. Heftig, oder? Ja, Leute, weil außenrum kann ich leider nicht gehen. Da wird man von den Anwohnern gesehen. Naja, also, Leute, jung und knusprig bin ich nicht mehr, ne? Ich gehe auch schon auf die 50 zu. Ich bin bald ein alter Sack, bald laufe ich mit dem Krückstock durch die Locations. Aber wisst ihr, was ich cool finde, Leute? Das Bild hier ist geil und guckt mal hier, noch alles heile, ne? Bis auf die Fenster natürlich mal wieder. Das ist auch richtig schön hier. Ja, wartet mal ab, Leute. In 10 Jahren, da fährt der Hubi mit dem Rollator durch die Locations, ne? Und hat dann hinten einen, der anschiebt. Dann rufe ich dann immer, schieb, schieb. Schieb, schieb, ne? So, wir machen weiter. Ja, willst du noch mal sehen? Das ist wirklich geil, da hast du recht. Komm, noch einmal hier so ein Blick drauf. Ja, richtig geil, Leute. Ich liebe diese Location. Ne? Aber es ist halt auch tatsächlich so, wenn man 30.000 Quadratmeter vor sich hat, dann weiß man natürlich auch, was man so gemacht hat, ne? Wenn man nach Hause kommt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ne? Die Fahrstühle funktionieren nicht. Ne? Man muss Trepp rauf, Trepp runter. Ach, guck. Ach, guck. Das ist ja lustig. Das Ding ist ja wieder auf. Das finde ich gut. Guck, guck, guck. Ach, guck. Da kommt noch so ein schönes Ding, Leute. Ja, Nadine. Da kannst du mal sehen hier. Ne? Eine geile Location, die ihresgleichen sucht. Hier wieder so ein schönes Ding, Leute, von 2021. Da unten hat der Künstler hingeschrieben, in welchem Jahr er hier gesprüht hat. 2021. Noch gar nicht so lange her. Bist du schon mal auf einen Obdachloser nach? Nicht nur einmal. Ne? In dem Horrorhaus, Leute, wo ich mit dem lieben Chris letzte Woche die paranormale Untersuchung gemacht habe. Da wohnt auch ein Obdachloser, der kriegt immer Geld von uns, dann kann er sich was zu essen kaufen und der kauft sich dafür tatsächlich Essen und nicht irgendwie Alkohol. Da seht ihr, was ich meine. Da hinten sind Wohnhäuser. Aber natürlich gehen wir trotzdem jetzt in dieses Gebäude rein. Ne? Wir müssen halt nur immer durch den Schleichweg gehen. Dann sind wir ungesehen, Leute. Ne? Weil ich möchte einfach ungern gesehen werden. Ne? Ich bin ja brav, ich tue ja nichts, aber das wissen halt die Anwohner nicht. Ne? Und das hat jetzt hier schon dreimal gebrannt. Schauen wir mal. Guck mal hier, Leute. Immer ein bisschen aufpassen hier. Eben gucken. Augenblick mal, Leute. Ich muss mich jetzt festhalten hier, damit ich hier nicht das Loch runtersäge. So. Alles klar. Weiter geht's. Also heute ist das auch gar nicht so kalt, finde ich. Ne? Ich meine, gestern war es etwas kühler. So. Und weiter geht's. In diesem Haus hier, Leute, haben damals die Lehrer gewohnt, die hier auf dieser Schule die Kinder unterrichtet haben. Hier sind noch die Briefkästen, da könnt ihr noch sehen. Das war damals das Wohnhaus der Lehrer, die hier gewohnt haben. Einmal hier der Herr Jäger oder hier Herr Schweizer, ne, hier Herr Holm, Michael Holm vielleicht. Tränen lügen nicht. Naja, hier Herr Hermann, Thiele und keine Ahnung. Wir haben 400 Zuschauer. Super, Leute, super. Sag mal, Leute, schaffen wir noch die 150k? Jetzt alle mal auf den Bildschirm tippen, liken. Liken, 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 alle auf den Bildschirm klicken bitte. Und dann schaffen wir vielleicht noch die 150k.
Wir gehen jetzt gleich rüber ins nächste Gebäude. Da wartet Michael Myers von Halloween auf uns. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier oben reinkommen. Manchmal verbarrikadieren sich hier die, warum auch immer. Ja, alles klar. Oh, hier tropft es. Was denn hier passiert? Alter Schwede. Haben sie schon wieder die Rohre geklaut? Ja, hier haben damals die Lehrer gewohnt, Leute. Mal gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Ne? So. Die ganz alten, guckt euch das mal an, die ganz alten Fenster hier. Jetzt bitte das Live einmal teilen, Leute, teilen und liken. Genauso ist es, Orte werden nicht genannt. Irgendwo in NRW eine verlassene Schule. Eine riesige Schule, Leute. Sowas ist echt selten. 30.000 Quadratmeter Schule, Leute. Schule, Schule, Schule. Guckt euch das an. Da gehen wir jetzt gleich rüber. Da ist Michael Myers drin in dem Gebäude. Jetzt wird es gleich richtig heftig. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist eines der schönsten Gebäude in dieser Location hier. So. Aber noch sind wir hier nicht durch. So. Einmal hier durch, Leute. Ja, die Lehrer, die hier damals gewohnt hatten, die hatten immer so ganz kleine Zimmer hier. Zimmerchen, ne? Jetzt einmal so, ein bisschen das Licht nach unten halten. Ja, aber hier vorne sind jetzt die Wohnhäuser, Leute. Aber ich guckt euch das mal an, wenn ich mir sowas angucke, ne? Seht ihr das? Da frage ich mich ernsthaft, ob die Anwohner überhaupt jemals die Schmiere rufen, wenn hier randaliert wird. Aber gut, hier, wenn hier alles zu ist, hört man das natürlich auch nicht. Da sind die Wohnhäuser. Was ist das? Das ist eine verlassene Schule auf 30.000 Quadratmeter. Steht seit 2010, 2011 leer. Hier gibt es zwischen 12 und 15 leerstehende Gebäude. Der eine sagt 15, der andere 12. Aber so viel wie hier steht, Leute, will ich gar nicht mehr zählen. Hat eh keinen Sinn. Ihr seht ja, wie groß es ist. Sofort abreißen. Ja, hatten sie schon dreimal vor. Dreimal nicht passiert, Leute. Sehr, sehr schade um diese schöne Location. Aber ihr seht ja, in vielen Gebäuden, die haben einfach alles kaputt gekloppt. Hier riecht es ja nach Schule, Leute. Hier in dem Gang kann man richtig noch das Holz riechen. Das erinnert mich alles so ein bisschen an meine Kindheit. Da konnte man, wenn man reingegangen ist, in die Schule auch diesen Geruch wahrnehmen. So. Und geht allen, uns geht's allen so gut. So, Leute. Wir sind jetzt bei 126.000. Ihr seid echt Weltmeister. Weiter auf den Bildschirm tippen. Liken, liken, liken und teilen. Und jetzt gehen wir rüber ins Gebäude von Michael Myers. Jeder kennt ihn. Michael Myers, den Bösewicht aus Halloween. Ich muss aber erstmal kurz hier unter meinem Schuh hat sich irgendwas verewigt. Was ist das? Okay. Verschwinde von meinem Schuh, du. Du Glas, du. So. So, Leute. Gehen wir mal rüber in das nächste Schulgebäude. Da waren wir gerade drin. Orte werden nicht genannt, genau so ist es. Oh Mann, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was ist das denn wieder für ein Blödsinn? Ach, Regen, hau ab, ich brauche dich nicht. So Leute, jetzt muss ich erstmal gucken, ob mich keiner sieht. Augenblick mal, weil wir müssen einmal jetzt da durch das Tor. Aber ich glaube, da ist gerade keiner. Nee. Dann ganz schnell rüber. Ah, zack. Einmal ganz schnell gehen. So. Und schon sind wir wieder. Jetzt kommt das Gebäude mit dem Michael Myers, Leute. Das ist richtig heftig. Da waren wir schon drin. Da ist die Turnhalle und die Schwimmhalle drin. Das ist das Hauptgebäude.
Und hier kommt es jetzt, Leute. Das ist heftig hier. Das ist eins der schönen. Ich hoffe nur, dass es noch da ist. Die übermalen ja leider oft alles. So, was schreibt ihr denn jetzt hier? Ja, wie gesagt, Leute, wer sich daneben benimmt oder Orte raushaut, der fliegt raus. Was ist das? Das ist eine verlassene Schule in Nordrhein-Westfalen. So, Leute, jetzt gehen wir rein. Ich muss mal ganz kurz hier einmal was nachschauen. Nein, das ist nicht in Essen. Und nochmal der Hinweis, wer Orte raushaut, fliegt hier raus. Lasst es einfach bleiben. So. So, mal eben gucken hier. Ich muss mal eben einmal, irgendwer hat da hier gerade. Wo war das denn jetzt? Ja, das war jetzt. Ach, guck. Guten Morgen, Mike. Ich grüße dich. Der liebe Mike ist auch da, der macht auch Lost Places. Ich bin gerade was am gucken. Ich gehe sofort rein, Leute, aber ich habe irgendwas wieder verpasst hier. Augenblick, Augenblick. Ach hier, ich habe es gesehen, alles klar. Okay. Jetzt gehen wir mal ganz zurück hier. Geiler Lost Place. So, Michael Myers, ich komme jetzt rein. Bitte tu mir nichts. Ich bin brav. Ich verspreche es. Sei brav. Sei brav. Ich sag's dir, du. Sei bloß brav. Ne, da ist er, Leute. Man muss immer ganz lieb zu ihm sein. Ihr wisst ja, Michael Myers, ne? Der ist immer so böse, ne? Michael Myers, die Nacht des Grauens, Halloween. Ach, Leute, diesen Film, den liebe ich. Das ist eine richtig, richtig coole, richtig geile Location. Na, dafür lohnt sich echt der weite Weg, Leute. Denn für mich ist das echt weit, hier hinzufahren. Aber es lohnt sich immer wieder. Ihr seht, warum. Es ist eine richtig coole Location. Na. Und ihm hier gegenüber, dem Bösewicht Michael Myers, dem steht die Liebe gegenüber. Na, hier ist die Liebe. Guckt hier. Er guckt ihn an mit dem Herzchen und sagt ihm, sei brav, Mensch, sei bloß brav. Ne? Ja, das ist schon echt eine geile Location hier. Ja, und genau deswegen, Leute, aus diesem Grunde machen wir auch Lost Place. Ne? Weil diese Location einfach klasse sind. Das ist auch schön hier. Das ist echt der Hammer hier. Michael Myers. Hubi, wann machst du wieder was? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Aber wie gesagt, keine Orte, auch nicht in Abkürzung, bitte. Schreibt mich immer bitte privat an, wenn ihr Fragen habt, die werde ich euch da gerne beantworten. Dauert manchmal ein bisschen, weil ich kriege natürlich nicht nur eine Anfrage am Tag. Leute, hier ist auch so ein schönes, da seht ihr das schon. Das ist auch richtig geil. Ich liebe diese Location, Leute. Hier seht ihr, hier sind die Fenster noch heile. Ist echt selten geworden. Muss man irgendwo. Also ich melde mich grundsätzlich nicht an für ein LP. Geh einfach rein und guck's dir an. Achte einfach darauf, ob du irgendwo Kameras siehst. Wenn du keine siehst, geh einfach rein. Benimm dich, schau es dir an, mach keine Randale, mach Bilder und Fotos und geh wieder raus. Ne? Das ist natürlich ganz klar, Leute. Es ist immer ein Hausfriedensbruch, nicht in jeder Location. Es kommt halt darauf an, ob die Location noch einen Besitzer hat oder nicht. Aber die meisten Hausfriedensbrüche werden einfach nicht verfolgt, weil der Besitzer, ja, wenn es ihn noch gibt, in vielen Locations gibt es einfach gar keinen mehr, der müsste dann rein theoretisch seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Das bedeutet, der muss diese Location hier so zumachen, dass niemand rein kann. Das tut er nicht, also geht rein und schaut sie euch an, ohne irgendwas zu zerstören, ohne was mitzunehmen oder was anzuzünden. So ist es, so bleibt es. Und so mache ich das auch. Ich habe schon wieder was gehört. Irgendwie habe ich gerade irgendwas gehört, aber man weiß natürlich nie, ob es aus dem Wohngebiet jetzt kommt nebenan oder ob hier wieder irgendeiner auf dem Gelände rumschwirrt. So, Leute. Wo sind wir denn eigentlich jetzt? Ja, schaut euch das mal an. Wir haben 136k Likes. Ey, ihr seid echt spitze, Leute. Echt super.
Ich guck mal eben einmal raus, ob da draußen irgendeiner ist heute. Augenblickchen. Einmal gucken bitte. Ihr seht ja, das Gelände ist so groß. Man ist hier hundertprozentig niemals alleine. Ne? Alles, was ihr hier seht, das ist alles Lost Place, Leute. Alles. Alles. Das sind insgesamt knapp 15 leerstehende Gebäude auf einem 30.000 Quadratmeter großen Gelände. Da waren wir gerade drin. Da ist die Schwimmhalle drin und die Turnhalle und die große Aula. So. Leute, danke für die Geschenke. Hier könnt ihr ihn nochmal sehen, Michael Myers. Leute, schaffen wir noch die 150 km, bevor ich mich gleich von euch verabschiede. Aber noch sind wir natürlich nicht durch. Jetzt geht es erstmal hier durch diese liebe, schöne Tür hier. Und dann muss ich gucken, wo muss der Hubi? Der Hubi hat sich hier schon 6-mal verlaufen. Der Hubi muss einfach nur noch links abbiegen. Dann ist auch das Treppenhaus da. Ich sage euch, als ich das erste Mal hier war, Leute, da haben wir uns in dem einen Gebäude mal eben so verlaufen. War lustig, ne? Aber mittlerweile passiert das nur noch sehr, sehr selten. So, was haben wir denn jetzt hier? Hallo Hubi, hallo Natti. Ja, Leute, nochmal den Natti, ich bin auch schon wieder verwirrt. Also, like bitte teilen, teilen, teilen und liken. Alle auf den Bildschirm tippen, vielleicht schaffen wir noch die 150 oder sogar die 200 km, wer weiß das schon. Leute, erste Etage, schon wieder ein Fenster kaputt. Oh, wenn du nicht so schnell läufst, ja, das ist schon echt der Hammer. Ja, ich laufe sowieso nicht schnell, ich versuche immer langsam zu laufen. Ha, schon wieder ein neues hier, schaut mal. Darf ich vorstellen, Leute, das ist der Hubi. Hier, guckt mal, das bin ich. Ich möchte mich vorstellen. Guten Morgen, ich bin der Hubi. So sehe ich immer aus. Ich strecke grundsätzlich meine Zunge raus. Das reimt sich sogar. Finde ich cool. So, das hier ist jetzt ein neues Graffiti. Das heißt, der olle Hubi macht mal ein Bild. Ne, einmal Foto bitte. So, einmal Foto machen. So, prima. Was muss, Leute. Ja, Leute, ich wusste doch, dass ihr mich sofort erkennt. Darf ich vorstellen? Das bin ich. Das bin ich, der olle Hubi. Aber ich glaube, ich gehe mal einmal ein Stückchen zurück. Ich habe die Hand vergessen, Leute. Ne? Der hat ja noch da eine schöne Hand. Ne? Machen wir gleich noch ein Foto. So. Das ist nämlich auch neu. Man riecht es auch. So. So Leute, danke für die Geschenke. Wenn euch dieses Live gefällt, bitte nicht vergessen, teilen, teilen, teilen und liken. Alle auf dem Bildschirm tippen, vielleicht schaffen wir heute tatsächlich die 200 km. Guckt euch mal an, wie groß das Gelände ist. Von hier oben könnt ihr das jetzt noch besser sehen. Das ist alles, was ihr jetzt hier unten seht, Lost Place, Leute. Da hinten ist noch ein Gebäude, so ein bisschen versteckt. Schaut euch das mal an. Da, alles verlassen, Leute. 30.000 Quadratmeter, die seit 2000, was war das jetzt? 2010, 2011 leer stehen. Sehr, sehr schade, muss ich ehrlich sagen. So, Glück auf, das ist richtig schön, das mag ich, das Bild. Ja, Glück auf, der Steiger kommt. Ja, Leute, ich werde euch natürlich im April auch nochmal den Friedhof mit dem Engel zeigen. Den habt ihr euch ja vor 2 Tagen gewünscht. Es hatte aber der Friedhof der Bergmänner gewonnen mit 3 Stimmen mehr. Aber es ist ja nichts verloren. Im April gucken wir mal. Aber jetzt kommen erstmal neue Locations, Leute. Ich bin in den Osterferien, ja, das wisst ihr, unterwegs mit der lieben Bianca, dem Chris und mit dem Michael. Ne? Den kennt ihr ja auch. Der Michael hier, der Lost Place Rentner, der immer mit mir unterwegs ist. Wir sind ja die Rentnergang, ne? Von der Lost Place Hunter Crew. Da werden wir euch unter anderem eine riesengroße Fabrik zeigen. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Bobby und an den Joey von lostplace.de. Von denen habe ich die Adresse dieser superschönen Fabrik bekommen. Dann werden wir euch eine verlassene Stadt zeigen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, Leute. Die verlassene Stadt, die wegen Braunkohle abgebaggert werden sollte. Dann zeige ich euch
Was zeigen wir euch denn noch? Eine verlassene Seifenfabrik, eine verlassene Fabrik, in der mal Ölpellets oder so ähnlich hergestellt wurden. Sehr wahrscheinlich noch ein verlassenes Hotel, komplett eingerichtet, steht aber noch nicht fest, weil wir nicht wissen, ob das noch zugänglich ist. So Leute, jetzt habe ich euch mal die Seite gezeigt hier. Jetzt zeige ich euch mal die andere Seite des Geländes, denn die ist noch mehr. Das ist auch alles noch Lost Place. Da waren wir übrigens überall drin jetzt, ne? Da waren wir drin, hier waren wir drin. Da unten ist die Turnhalle und die Schwimmhalle, das große Gebäude. Da waren wir überall drin, Leute. Und ihr seht ja, wie groß das hier ist, ne? Also die Herbstferien, Leute, die werden spannend. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie oder wie oft wir unterwegs sind. Da ist der liebe Joey von lostplace.de. Dem könnt ihr gerne mal folgen, dem lieben Joey. Ne, nochmal danke an dich, Joey, und auch an Bobby. Den Gruß mal an Bobby, ne, für die Adresse der schönen Fabrik, die ich demnächst mal zeigen werde. Mehr wird es dazu natürlich nicht geben, aber es wird spannend, Leute. Ah, jetzt gehen wir hier rein. Leute, ihr seid echt Weltmeister. Schaffen wir noch die 200k alle auf dem Bildschirm tippen, 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 tippen und nicht vergessen, auch teilen und liken, 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 liken und immer wieder auch das Live teilen. So, hier sind die Fenster auch noch alle heile. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, hallo Tina, da bist du ja. Ich grüße dich. Die liebe Tina ist auch da. Bei ihr könnt ihr gerne auch mal das Plus klauen. Das ist meine Moderatorin, genauso wie die Maike Seifert, dem lieben Michael hier, den kennt ihr ja auch schon alle hier. Von Lost Place Hunter Crew. Wir sind ja auch die Lost Place Rentner Gang, ne? Ist immer wieder lustig. Es macht einfach auch Spaß, mit den Leuten unterwegs zu sein. So. Bevor ich mich gleich von euch verabschiede, das dauert noch ein paar Minütchen, dann haben wir die 30.000 Quadratmeter Riesen. So. Bevor ich mich gleich von euch verabschiede, das dauert noch ein paar Minütchen, dann haben wir die 30.000 Quadratmeter Riesen. Verbindung fortsetzen. Augenblick, was ist los? So, Verbindung, Verbindung. Ja, es hängt. Das habe ich auch gemerkt gerade. So, Leute, jetzt geht's wieder. Schreibt bitte mal eine 1 rein, wenn es wieder geht, und eine 2, wenn nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber jetzt habe ich wieder grün, jetzt sollte es wieder gehen. Eine 1, super. Prima. Ja, dann läuft es ja wieder, ne? Dann können wir ja weitermachen, würde ich sagen, ne? So. Hier nochmal ein Blick auf diese riesige Location. Ist echt der absolute Hammer, Leute. Alles, was ihr da draußen seht, ist seit vielen, vielen Jahren leider, leider, leider verlassen. Drei für geht so. Ja, wenn manchmal so ein bisschen hakt, könnt ihr auch einmal kurz rausgehen aus dem Live und wieder reinkommen. Das hilft manchmal auch. Denn manchmal liegt es auch tatsächlich nicht an mir, sondern an TikTok oder vielleicht auch bei euch an der Verbindung. Ne? Das ist manchmal, ja, TikTok hat so seine Schwierigkeiten, würde ich mal manchmal so annehmen. Ne? So. Wir biegen ab. Das ist so eine geile Location. Ne? So. 164k, Leute. Prima. Schaffen wir noch die 200k? Jetzt alle bitte liken, liken, alle auf den Bildschirm klicken. Tippen, 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 tippen. Liken und teilen, genauso sieht's aus. Wer weiß von euch, was das hier mal war? Wer von euch weiß, was das hier mal gewesen ist, der schreibt das bitte mal in den Chat. Ich rätsel nämlich immer noch und der liebe Michael rätselt bestimmt auch noch. Krass. Guckt euch das an, Leute. Also, wer von euch weiß, was das mal darstellen sollte, vielleicht ein Sicherungsschrank oder sowas, einfach mal in den Chat schreiben, würde mich mal interessieren, was das sein soll hier. Ne? So. Ich weiß aber nicht mal mit zwei. Was, ne? Ich weiß aber nicht einfach mit den zwei. Aha, okay. Hängt das nur bei mir? Keine Ahnung. Maike, einmal rausgehen und wieder reinkommen. Vielleicht hilft das. Weil bei mir steht jetzt gerade tatsächlich Top-Empfang. Nein, das ist keine Klinik. Das ist eine verlassene Schule. Mit mehreren leerstehenden Gebäuden. 30.000 Quadratmeter groß.
Hier läuft es, okay. Also, liebe Maike, geh bitte einfach einmal kurz raus, wenn es bei dir hängen sollte, und dann kommst du wieder rein, dann sollte es wieder funktionieren. Das hatte ich gestern auch bei der lieben Bibi, die gestern mit ihrem Stupsi live war. Dann gehe ich meistens kurz raus und wieder rein, dann läuft es wieder. Och Leute, da ist schon wieder was Neues. Übrigens darf ich wieder mal vorstellen, das bin auch ich. Ich sehe ja immer anders aus, Leute. Ne? Ich bin jeden Tag bin ich anders. Ne? Und das bin ich übrigens auch, wollte ich nur mal so am Rande gesagt haben. Ne? Einmal Foto bitte. So. Das ist schon echt eine geile Location, Leute. Das ist so. Das bin ich, Leute, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe. Wie lange schon unterwegs? Seit 10 Uhr, 1,5 Stunden. Ja, Leute, das ist eine 30.000 Quadratmeter große Location. Hier braucht der olle Hubi ein bisschen, bis er euch alles gezeigt hat. Die Schultüren hier, also diese blauen Türen, Leute, die erinnern mich tatsächlich an eine andere Location, auch eine Schule, die ich besucht habe. Da waren die Türen auch so. Ich glaube, damals waren in den alten Schulen viele Türen aus Holz und auch blau. Ne? Das ist ja eine Schule hier aus den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren, Leute. Die ist alt. Aus der guten alten Zeit. Ja, Leute, ich sage euch, das ist eine Location, die ihresgleichen sucht. Ich habe euch das ja jetzt schon so oft gezeigt hier. Die ist einfach, ja, die ist riesig, Leute. Ne? Ist schon echt der Hammer. Eine Stunde und 28 Minuten sind wir jetzt live. Genau so ist es. Aber wir sind auch bald durch, Leute, weil ich muss auch gleich los. Ich habe nachher noch einen kleinen süßen Termin. Aber noch ist Zeit und ich lasse mich auch nicht hetzen. Ne? Ich komme hier gut weg, das ist schon mal gut. Ne? Und bis jetzt auch niemanden angetroffen hier, keinen Krawallbruder. Ich habe zwar am Anfang was gehört, aber bis jetzt ist ja wieder alles ruhig hier. Leute, schaffen wir noch die 200.000? Jetzt alle auf den Bildschirm tippen und liken. Vielleicht schaffen wir noch die 200.000, bevor ich mich gleich von euch verabschiede. Morgen bin ich wieder unterwegs, Leute. Ganz klare Sache. Morgen, wenn alles gut geht morgen, Leute, und es nicht regnet, das liegt jetzt wieder am Wetter, weil dann zeige ich euch morgen eine Location von außen und von innen. Morgen hatte ich nämlich mal vor, euch den Manta-Tunnel zu zeigen. Ich kann es euch nicht versprechen, weil wieder Regen angesagt ist. Ne? Wenn es regnen sollte, wird das verschoben. Aber aufgehoben oder aufgeschoben ist nie aufgehoben. Das ist ja ganz klare Sache. Ne? Wenn das morgen regnet, dann zeige ich euch eine andere Location. So, jetzt habe ich aber schon wieder was gehört draußen. Ja, vielleicht ist das aber auch aus dem Wohngebiet nebenan. Kann natürlich auch sein. So, Leute. Ich habe Regen. Ja, hier hat es leicht auch leicht angefangen, aber nur ganz leicht. Leider ist, gestern war wirklich ein schöner Tag, Leute. Gestern war mal ein Tag ohne Regen. Es war zwar kalt, aber das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. So, Leute. Jetzt nochmal Michael Myers aus Halloween, die Nacht des Grauens. Da ist er. Der liebe Michael Myers. Boah, Leute, ich liebe die Filme von dem, ne? Das ist ja für mich einfach, ne, wie Freitag der 13. Einfach geil. Richtig geil, Leute. Michael Myers. Man muss ihn lieben oder nicht, aber ich finde ihn cool. Ne? Das ist schon wirklich der Hammer, Leute. Der absolute Hammer. Ne? Michael Myers. Jeder von euch, viele von euch kennen ja auch die Filme. Die sind ja, glaube ich, aus den 70er, 80er Jahren. Ich habe die alle gesehen. Die Nacht des Grauens. Einfach geil, Leute. Und meine Schuhe sehen wieder aus, als wäre ich auf einer Baustelle gewesen. Ne? Aber dafür sind die Schuhe da, Leute. Das sind Lost Place-Treter. Die sind gut, die werden nicht nass. Ne? Das ist schon richtig gut. Da steht auch oben, ne? Süßes oder Saures. Ne? Da, Süßes oder Saures. Ne? Halloween.
Nochmal alle fleißig liken, genau, vielleicht schaffen wir es noch, aber ich glaube eher nicht. So, aber wir sind jetzt tatsächlich bei 180.000 gleich, Leute. Ihr seid echt prima. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch für die Geschenke, fürs Teilen, fürs Folgen, fürs Liken. Nochmal der Hinweis, Ostern, Leute, bin ich auch unterwegs in den Osterferien und sehr wahrscheinlich auch Ostermontag mit der lieben Bianca bin ich viel unterwegs. Die kennt ihr ja schon, mit ihr war ich ja jetzt schon viermal unterwegs. Wir werden euch viele Sachen zeigen. Wir werden euch Fabriken zeigen, Schulen. Ach, eben, es ist alles dabei. Es ist für jeden was dabei. Worauf ich mich tatsächlich mit euch am meisten freue, ist die verlassene Stadt. Die werden wir euch tatsächlich in den Osterferien wohl als erstes zeigen. Irgendwann nächste Woche geht das da schon los. Ich werde 24 Stunden vorher ein Video veröffentlichen hier auf TikTok. Da steht dann drinne, oder ich werde euch das dann sagen, wann wir in der verlassenen Stadt loslegen. Vielleicht treffen wir dann auch den lieben Joey da, mal abwarten von lostplace.de. Der wird es dann auch wissen, der kennt diese schöne Stadt ja auch. Und dann sind wir mit noch mehr Mann da unterwegs. Auf jeden Fall, es wird spannend, Leute. Wir zeigen euch eine Seifenfabrik, eine Holzpelletsfabrik oder was auch immer das ist, ne? Einen Bunker habe ich noch auf der Liste, zwei Einmann-Bunker, mit einer sogar, ein ganz neuer Bunker mit Schießmauer. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, hat die liebe Nicole entdeckt, werde ich euch auch zeigen. Also die Osterferien, die werden spannend, das verspreche ich euch. Morgen bin ich wieder unterwegs und auch am Freitag. Freitag zeige ich euch eine sehr bekannte Fabrik, die ich euch schon zweimal gezeigt habe. Viele wollen die aber noch mal sehen. Die machen wir am Freitag zum Abschluss der Lost Place Woche und dann geht's in den Osterferien erst richtig los. So Leute, das war's. Wir haben 184.000 geschafft. Super, dafür danke. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich mache jetzt einen Abflug und zwar Richtung Heimat. Wir sehen uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. 10 Uhr, kurz nach 10, je nachdem, ob die Location auf ist und wann ich da ankomme. Macht es gut, Leute. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Mittwoch. Danke fürs Zuschauen, für die Geschenke, fürs Folgen teilen und so weiter und so fort. Tschüss und tschüss. Jupp, bis morgen. Ja, Chris, und bitte einmal Grüße an die Bibi. Macht es gut, Freunde.